Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Battle Sector. Die Mission kennen wir schon und wir spielen weiter, ihr Lieben. Und als allererstes würde ich nämlich gerne mal hier unten die Taktik ändern. Und wir fahren nicht hier lang, sondern flüchten hier hin. Das machen wir erstmal stückchenweise. Ich würde tatsächlich sogar sagen, wir fahren da lang. Der Hoffnung, dass er uns dort nicht erwischt. Ich würde sogar den einen AP ausgeben und da hochgehen. Mit ihm machen wir bitte da hinten dicht, falls er hier lang kommt, dass wir ihn da aufhalten. Er hat 4 Action Points. 1, 2, 3, 4. Er hat 5. Oh, das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5 und dann schießen. Also er wird uns angreifen können mit seinen Waffen. Er wahrscheinlich nicht. Aber eventuell kann uns... Ah, seine Säure sollte uns nicht erreichen. Da müssten wir sicher sein. Okay. Weiter geht's. Hier vorne. Ja, das sieht ja erstmal ganz gut aus. Der Bereich sieht gut aus, der Bereich auch. So. Das heißt, wir können hier jetzt tatsächlich schon mal vorgehen. Ja, ist die Frage, wie wir das mit ihm hier machen. Wir schießen mit ihm auf die. Das hat ja was gebracht. Oh Mann, ey. Wir gehen mit dir ein zurück und schießen dann auf die. Na bitte. Und jetzt ist genau ernsthaft einer übrig. Oh. Und Leute, das kann nicht wahr sein, ey. The blood waits. Kommen wir mit dir da hinten hin? My fury will be fast. Kommen wir. On my order. Und einmal schnetzeln. Zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das wäre er. Mit ihm werden wir jetzt einmal dich heilen. The blood is strong. Do not falter. Sehr schön. 1, 2, 3 und Feuer. Mhm. Einmal feuern. Sehr schön. Granatwerfer nach dort, bitte. Und ihn stellen wir nach da. Und lassen dann mal da hochschießen. Ah, okay. Da ist er wahrscheinlich ein bisschen in Deckung. Wir gucken mal, dass er da trotzdem reinschießt. Ja, sehr gut. Wunderbar. Alle bekommen. Wir haben noch ihn hier übrig. Da laufen wir die Säure rein. Dann machen wir mal lieber einen Overwatch nach da. So. Dann haben wir ihn übrig. Er kann eigentlich sicherheitshalber mal einen Overwatch nach unten machen. Falls die von da kommen. Und mit euch ziehen wir uns schon mal in die Richtung zurück. Battleline Squad ready. So, du hast keine Action Points mehr. Du ziehst dich normal zurück. Du auch. So. Mit euch bitte 1, 2, 3. Dahin. Und mit euch. Ja, ist die Frage, ob wir sicherheitshalber nach oben schießen. Erste, zweite, dritte. Ich würde fast sagen, ja, wir gehen mal nach da oben hin und versuchen das mal zu sichern und gehen jetzt mal in die nächste Runde. Bin gespannt, was der Gegner macht. Ja, genau. Bin ich mal gespannt. Ja, er lässt sich rauslocken. Yes. Und was macht er? Verteidigung, genau. Ja, sehr gut. Das heißt, er kommt bis da, macht seine Säure und kommt ganz genau nicht an uns ran. Super. Ja, und von da schießt er jetzt auf uns.
Nicht. I am the sword of Sanguinius. Yes, wunderbar. Das ist gut. Das Problem ist, von hier werden jetzt mit Sicherheit auch welche kommen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schnellstmöglich da hoch. 2, 3. Wir gehen da lang und schauen mal. Es sind keine Gegner in Sicht. Wir gehen da hoch und machen ein Overwatch nach da. Zone established. Ja. Wir gehen nach dort. Und du machst bitte ein Overwatch nach. Wie viel hat er? Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken. Er hat. Wie viel hat er denn gehabt? Intercessoren nicht. Landspeeder. Antigrav ready. Optimal 4. 1, 2, 3, 4. Dahin. So, er steht hier. 1, 2, 3, 4. Mit Säure nach da. Sollte wieder nicht an uns rankommen. Okay, passt. Sehr gut. Okay, dann können wir hier hoch, ne? Das ist ja sensationell. Ich würde sagen, wir gehen hier mal aufs Äußerste und gucken mal. Aufs Plateau rauf. Ja, er hat die echt alles, er hat die alles runtergezogen, was er hatte. Gehen da rauf. Mit dir auch, bitte. Einmal zur Seite. Battleline Squad ready. Du gehst nach da und kannst dann sogar noch nach oben einmal. Ja, da wird nichts kommen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ne, da kommt nichts. Wir können uns nach unten nochmal absichern. 1, 2, 3. Ja, können wir nochmal machen. Ist aber eigentlich auch irgendwie sinnlos. So, bis wohin kommst du? Ja, du kommst nicht durch, ne? Dann gehst du mal nach da oben. Kommst du mit einem Sprung? Ah, Mist. Auch einmal ein bisschen nach da, bitte. Ready to strike. Nach da, bitte. Your orders. Hiermit sichern wir einmal nach hinten ab. Dahin. Und die beiden sichern den Eingang. Overwatch. So. Heavy fire support. Haben wir noch irgendwo einen übrig? Ja, er hier. Einmal da oben hin. Falls da einer kommen sollte. Wir haben nichts. Nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich gespannt, ob wir irgendwas sehen vom Gegner. Ja, da ist was. Er kommt in die Richtung. Das war ja klar. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Ah, sehr schön. Ja. Yes. Wir haben gleich zwei gestoppt. Er geht wahrscheinlich hoffentlich wieder. Ja, wieder in den Overwatch. Wunderbar. There can only be victory. Sehr, sehr, sehr gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, schießen wir direkt Firing auf on the ihn. enemy. Ja! Wunderbar. So, und wir können uns tatsächlich dahin zurückziehen. Einmal dahin. Landspeeder Einmal crew dahin. awaiting orders. Du machst einen Overwatch nach. 1, 2, 3, 4. Ja, ich würde sagen dahin. Overwatch zone established. Hier auch keiner, damit hier ja keiner kommt. Das wäre wichtig. Sehr, sehr gut. Okay, gucken wir mal, wie wir hier oben weitermachen. Ich würde sagen, wir springen erstmal da oben drauf und gehen mal ein bisschen vor. My fury will be fast. With Dahin. haste. Der Sergeant geht vor. Nix. Das ist ja super. Okay. Das ist nicht schlecht. Kann The er blood waits. irgendwen sinnvoll noch heilen? Das könnten wir mal überlegen. Ja, wir könnten die beiden hier zusammenbringen. Dann können wir die Truppe gleich heilen. Das sollten wir machen. Mit denen gehen wir weiter vor.
Dann können wir hier auch bis aufs Äußerste gehen. Sollten wir aber nicht bei allen machen. Die beiden stellen wir dahin als normale Verteidigung. So, dich bringen wir dahin. Und dich dahin. Zum Heilen. Ihr seid da unten. Ja, sehr gut. Ihr geht nach dort. Und du bleibst bitte auch dort. Mhm. So, du machst die Verteidigung in den rückwärtigen Raum. Ist die Frage, von wo er kommt. Rechts oder links? Ich würde mal hoffen, dass er von da kommt. Dann machen wir da einen Overwatch. Dann ist er noch übrig und er heilt bitte einmal den dort. Dass wir in der Möglichkeit keine Leute verlieren. So. Jetzt gehen wir mal kurz die Einheiten durch. Die sind relativ gut drauf. Ja, das sieht alles gut aus. Dann gehen wir mal auf die hier. Die sind auch beide ganz gut. Da auch und da auch. Okay, das sieht alles gut aus, würde ich sagen. Haben wir noch jemanden? Ja, er kann auch was machen. Dann machen wir sicherheitshalber. Sicherheitshalber. Weil da sollte nichts kommen. Guck mal, wir sehen ja bis hier. Eins, zwei, ein Feld, zwei Feld, drei Felder, vier Felder. Das heißt, wenn da einer steht, dann kann er vielleicht schießen, aber selbst mit Säureangriffen kommt er nicht weiter. Mit diesen Monsterviechern. Haben wir noch welche? Wo? Ah, ja. Genau. Eins, zwei, drei. Wir schießen mal vor den Sergeant. Damit sich dem Typen niemand nähern kann. So, er kann auch noch was machen. Guck mal, da ziehen wir ihn schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt aber. Nächste Runde. So, von da unten kommt eine Truppe. Ja, das ist... Das war zu erwarten. Genau, das hatte ich mir schon gedacht, dass von da welche kommen. Oh, das ist ja eine ganze Armada, die da jetzt kommt. Naja, gut. Okay. Die kriegen wir schon klein. So. Jetzt ziehen wir uns auf unsere Wohlfühlposition zurück. Einmal nach dort. Einmal nach da. Und wir sichern hier den Eingang. Eins, zwei, drei... Hier. Ah ja, du schießt nach da. Und du schießt bitte nach da. Und ich würde mich tatsächlich mit den beiden damit aufstellen. In der Hoffnung, dass die Truppen alle hier lang kommen. So, nämlich 1, 2, 3... Wir verteidigen den Eingang von dort und mit dir. Mit dir verteidigen wir. Na, jetzt aber. Mit dir verteidigen wir den Eingang nach dort. Genau. Da bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Und mit den Truppen oben gucken wir jetzt mal, dass wir den ganzen Rest dort vernichten. Mal gucken. So. Ja, wir haben jetzt hier natürlich die Truppen. Ja. Haben wir unseren Granatwerfer? Da ist er. Du kannst die erste Granate werfen. Wunderbar. Die Truppe ist weg. Einmal Pistole drauf und dann haben wir es. Sehr gut. So, Granaten ist keiner in Reichweite. Das ist aber kein Problem. Ja, wir dürfen jetzt hier halt nicht näher kommen. Das ist halt, die sind im Overwatch-Modus. Wenn wir näher kommen, werden wir angeschossen. Die Frage ist, wie weit können die denn gucken? Ausweichen, Gesundheit. Ah, das können wir hier nicht sehen. Schwarmtaktik. Unersättlich. Bolstorm Faust, das wird ein ähnliches sein wie wir. Also bis da vorne hin kommen die schon. Also sie können ein vor
Ah, verdammt, er hatte ja schon. Okay. Ah, das war ein Fehler. Okay, er geht zurück. Er geht ein vor. Einmal Linientruppentaktik bitte. Und einmal angreifen. Jawohl, sehr gut. Ihr bitte auch 1, 2, 3 bis nach da. Ich hoffe, das klappt. Und einmal 1, 2, 3. Hohe Präzision und Feuer. Sehr gut. Einmal Affirmative. zurückweichen. Okay, kannst du eigentlich. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht. Na, da riskieren wir mal lieber nichts. Das könnte nämlich knapp werden. Die Frage ist, wen haben wir denn noch? Wir haben ihn noch. Den können wir jetzt nochmal zum Einsatz bringen für den Trupp da hinten. Wir bringen dich mal nach, ja. Ihn müssten wir in Sicherheit bringen. Wir bringen dich Support. erstmal nach da. In der Hoffnung, dass du dann jemanden erreichst. Ah, immer noch nicht. Okay, einmal dahin. Das würde gehen. Feind außer Reichweite. Also den hätten wir zu. Naja, das ist nicht effektiv genug. Das machen wir nicht. Dann setzen wir ihn auf Overwatch in dem Bereich. They shall not pass. Battleline So. Squad ready. Einmal taktischer Rückzug nach da. Du stellst dich bitte dahin. Einmal Overwatch Overwatch. dahin. Jetzt haben wir hier noch eine Truppe, die kommt genau. Jetzt ist die Frage. Your orders. 1, 2, 3, 4. Ja, weiter kommt er nicht. Einmal dahin. Battleline Squad Du kannst dich ready. nicht zurückziehen, das ist kein Problem. Aber Your du orders. kannst einmal 1, 2, 3. Ja, wir schießen trotzdem nach Overwatch. da. Die gehen schon in Deckung, das passt. Das ist das Gute hier. Die gehen in Deckung. So, jetzt haben wir ihn. Er macht den Overwatch dahin. Dann müssten wir ihn noch übrig haben. Haben wir irgendwen, der geheilt werden muss? Ja, ihn hier eventuell, ne? Of course. Ja, wir bringen das jetzt mal zu Ende hier bei dem. Dann ist er wieder sauber durch. So, okay. Haben wir noch jemanden? Was können wir noch irgendwas Sinnvolles machen? Wir können da oben hingehen. Das wäre eine Möglichkeit und dann hier vorne hinschicken, falls er sich entschließt, hier vorne nochmal hinzugehen. Tja, nächste Runde. Ah, da kommt eine ganze Menge. Jetzt bin ich mal gespannt. Erste Truppe. Ah, schade. Das hätte ich mir genau andersrum gewünscht. Da hat er taktisch klug gezogen. Ja, und da kommt keiner ran. Ah, schade. Schade, schade, schade. Na gut. Das ging mir schon geheilt. Das ist kein Problem. So, ich denke, du kannst dir deine Granate aufheben. Du kannst nämlich einfach mal auf die schießen, dann sind die eigentlich weg. Das sollte eigentlich jetzt eine saubere Sache sein. Genau, sehr gut. Ich denke, auch da ist das jetzt ein einfaches Thema. Genau, sehr gut. Dann haben wir das. Und dann können wir mit dir eigentlich mal vorgehen. Dahin. Einmal Overwatch. Du kannst nichts mehr machen. Du gehst einfach nur vor. Ja. Du kannst noch was machen. Ich würde sagen, du gehst nach dort. Ah, da kommt gerade noch keiner. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen hier um den Südeingang. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Taktik. Einer schießt nach da. Einer schießt nach da. Battleline Squad ready. Einer guckt, dass sie nicht zu weit hochkommen. Und einer sichert den Südraum. Sicher ist sicher. Nicht, dass sie jetzt von hier kommen, aber das sollten wir sehen, wenn da einer durchkommt. Dann können wir spontan
umplanen. So. Jetzt haben wir ihn hier noch übrig. Er kann. Ach, wir könnten mit ihm noch ein weitergehen, aber das ist mir zu heikel. Mach mal einen Overwatch nach da. So, du kannst dich noch bewegen. Ja, äußerste Kraft voraus oder. Einmal vorgehen. Du hast keine APs mehr. Du kannst nach da. Und dann gibt es kein Overwatch. Wir riskieren das. Wir ziehen so weit vor, wie es geht. Du gehst nach da. Du nach da und du nach da. Dann haben wir in der Runde alles verbraucht. Müsste zumindestens. Nächste Runde. Genau, jetzt kommt er von da. Die sind da, die riechen den Brand. Ah, jetzt kommt er. Haha. Ja, der nächste. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Gute Taktik. Beim nächsten Mal schießen wir mit beiden. Das können wir gleich mal machen. Wir machen mit beiden dorthin. Sehr gut. Mit dir schießen wir dahin. 1, 2, 3. Das sollte passen. Und du gehst wieder da vorne hin. Sicherst den Bereich. Sehr schön. Tja, da können wir eigentlich mal... Ich weiß gar nicht, war das Lieutenant Carlson, der da hingehen muss? Dann machen wir das nochmal. Martin, the bank is secure. Na bitte. We'll tell what we need. The logistician will catalog the rest. Markieren wir den Bunker als sicher. Verteidige den Bunker gegen die Verstärkungstruppen der Tyranniden. 1 von 3 Runden. Ja, ich denke, hier unten stehen wir solide. Den Eingang, das ist gut. Wenn hier jemand durchbricht, dann ziehen wir uns hier oben auf das Plateau zurück. Die beiden stellen sich dahin, gehen nach da und die beiden Fahrzeuge ballern direkt runter. Das sollte gut klappen. Jetzt müssen wir halt hier vorne, das haben wir gesehen, die kommen jetzt von hier in Scharen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier in der Runde gut aufstellen. Wir nehmen, also wir haben keine Elite-Truppen. Battleline Squad ready. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die beiden hier. Ah, okay, wir müssen Schritt für Schritt. Wir setzen den dahin. Die Truppen schicken wir nach dort. Wir müssen jetzt auch vor allen Dingen in der ersten Runde gucken, dass wir gleich Leute töten. So. Ready to strike. 1, 2, 3. Möglichst effizient. Dahin. 1, 2, 3. Da in den Eingang. Du kannst nach da gehen, bitte. Und du kannst dahin. Und du gehst dahin. Gut. 1, 2, 3. Overwatch nach da. Und 1, 2, 3, Overwatch nach da und ein Overwatch nach da bitte. Mhm. Ein dahin. So, und er, genau, hinten haben wir eine Sicherung. Er bleibt erstmal hier im Rückraum stehen, schießt mit seiner Pistole da vorne hin, falls ihm einer zu nahe kommen sollte. Oh, den haben wir vergessen. Falls hier einem jemanden zu nahe kommen sollte, vor allem müssen wir mit ihm gucken, dass wir dann rumrennen, falls irgendwas passiert. Und hier heilen. Okay, alles gemacht. Nächste Runde. Naja, dann lassen wir sie mal kommen. Da kommt er schon. Wichtig ist, das habe ich gemerkt, die gehen mit Bombenangriffen. Keine Chance. Oder mit diesen Granaten. Ist völlig sinnlos. Jetzt, Moment. War er unten oder war er oben? Okay, da kommt er von oben. Ja. Er kommt von unten. So. Hier unten bleiben wir bei der Taktik. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal schützen, wenn die nicht kommen.
und hier vor allem in den rückwärtigen Raum und sichern unsere Flanke. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben hier irgendwas gesehen. Ich vermute, das war hier unten. Das kann aber auch hier gewesen sein. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir hier den Rücken schützen. Er könnte noch theoretisch hier rum, aber ich glaube, das müssten wir da eigentlich sehen. Ihn müssen wir auf jeden Fall angreifen. Du bist jetzt schon mal fest. Ah, er ist aber auch verdammt gut geschützt hier. Das sind 1, 2, 3, 4. Einmal Liniengruppentaktik rein und einmal drauf da. Look past the haze, brothers. Na, bitteschön, das sieht doch schon mal gut aus. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das ist ein bisschen weit weg. Wir gehen dahin. Ich hoffe, dass wir durch diesen Bogen geschützt sind. Das rein und Feuer. Ah, immer noch anderthalb. Okay, wir bleiben im Overwatch. Du gehst nach da. Ah, wir könnten natürlich... Wenn wir einen weiter vorgehen, könnten wir auf ihn feuern. Das machen wir auch. Na, bitteschön. Wunderbar. Das hat doch schon mal gut was gebracht. Ja, gleich einen taktischen Rückzug einleiten. Sehr schön. Kann er... Er kann auf den hier feuern, ne? Aber auf die feuern macht keinen Sinn. Dann würde er hinrennen. Macht auch keinen Sinn. Bleiben hier im Overwatch. Einmal da. Overwatch bitte direkt hier vor die Nase. Mit den beiden an Overwatch nach dort. Und nach dort. So, haben wir irgendwen vergessen? Das müsste der hier sein, ne? Genau. Wir gehen mit dir dahin und setzen ein Overwatch bitte dort. Nächste Runde. Oh Mann, ich bin echt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ja. Ja. Der erste ist weg. Okay, haben wir den jetzt geschafft? Ja! Und gleich der nächste. Dann sollten die auch weg sein. Yes! Ah, da kommt schon wieder einer. Okay, den kriegen wir klein. Zwei? Oh, 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 oh. Das war natürlich ja, taktisch gut aufgehört. Genau vor den vom Angriff. Da ist noch irgendwas. Boah. Na, das ist halt, ist ja, es soll ja nicht einfach sein. Obwohl doch, eigentlich habe ich einfach eingestellt, ne? So, von da kommt Verstärkung, von da auch. Also, wir fangen hier unten an. Das Problem ist, wir müssen schießen. Und er ist halbseitig geschützt. Wir müssen das trotzdem machen, dann verziehen wir uns. Ja, das war der erste Streich. Nächster. Sehr schön. Dann hauen wir hier einmal ab, bitte. Zack. Das wird nämlich ansonsten hier nichts. So. Da ist niemand in Reichweite. Du könntest einmal zwei ein ausgeben. Das sind dann 1, 2, 3, 5. Ah, bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken mal, ob das klappt. Ah, der ist doppelt geschützt. Mal schauen, ob das geht. Schon. Ach, schade. Okay, einmal Rückzug dahin. Und du sicherst bitte den Eingang. 1, 2, 3 dahin. Ich hoffe, dass er vorgeht, dann hätten wir nämlich ihn weg. So, wir haben gesehen, hier unten kommt er und er hier hinten noch.
Das ist gut zu wissen. Das sollten wir aber hinkriegen. So, jetzt gucken wir erstmal den hier. Seine Granate schießen wir jetzt auf den da hinten. Wunderbar, das war Nummer 1. Mit ihm. Ah, zu weit weg. Schade. Schade, schade, schade. Auf jeden Fall können wir mit den beiden. With precision, brothers. Höchste Präzision und da bitte. Na, das war nicht schlecht. Battleline Squad ready. Höchste Präzision und Angriff. Sehr gut. Und dann gucken wir mal. Es ist echt krass hier. Wir gehen mit dir. Wir greifen da an, aber er ist gesichert. Wir gehen nach da. Und feuern auf ihn. Ja, das war jetzt nicht sehr effektiv. I am ready to help. Noch nicht. Noch nicht. Ist lieb gemeint, aber noch nicht. So, du gehst nach da bitte und feuerst nicht ein Overwatch nach da bitte. Du gehst nach da. Du machst einen Overwatch nach dort. They shall not pass. Falls jemand hier durchbricht. They will fear to tread close. Wir müssen halt mit denen, wir müssen die ein bisschen näher reinlocken. Nächste Runde. Bin mal gespannt, ob das klappt. Wir müssen die ein bisschen reinlocken, damit wir mit unseren coolen Gewehren. Das sollte auch nicht klappen. Nein! Echt jetzt? Er hat überlebt? Oh! Nein, hat er nicht. Hat er doch? Das gibt's doch nicht. Och Leute, ernsthaft? Mit diesen 2 Punkten? So, du bitte zuerst angreifen. Ja, wenigstens etwas. Oh, das war ja jetzt ärgerlich. Okay. Das passt und dann können wir mit. Ihn kriegen wir. Das kriegen wir hin. Ja, er greift an. Das ist jetzt natürlich doof, aber. Kalkuliertes Risiko. Die haben Waffen. Genau, die werden jetzt auch angreifen. Also, das Problem ist, wir müssen jetzt gucken, wen wir angreifen. Die sehen sich zurück. Können wir im einen Gift nicht stehen, wa? Ah, nee, weil er beschädigt ist. Ja, okay. Schlau. Also die KI hat auch, was das angeht, echt um einiges zugenommen, muss ich sagen. Die ist echt besser geworden. Genau, da kommt noch mal einer hoch. Da gibt es noch einen kleinen KI, noch einen kleinen Grafikfehler. Boah, da hinten kommen ja noch mehr Leute. Heidewitzka. 12 verbleibend? Ma. So, wir fangen erst wieder hier unten an. Und gucken mal, wir brauchen 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssten dahin. Und einmal Angriff. Ja, sehr gut. Rückzug. Gleich, das machen wir mit dir. Angriff. Nein, verdammt. Angriff wollte ich doch. So, jetzt aber. Sehr gut. Rückzug. Volle Präzision und einmal darauf Feuer, bitte. Sehr schön. Ja, mit dem nächsten gucken wir einfach mal 1, 2, 3. Wenn er näher kommt, da knallen wir den über den Haufen. Passt. So, den haben wir. 11 verbleibend. 10 da unten. So, er kriegt mit der Faust direkt eins in die Allerwertesten. Crush the enemies of the Imperium.
Na, das war ja erfolgreich. There can only be victory. Oder auch nicht. Nächster. Na, wenigstens etwas. Na, ah, Scheibenkleister. Jetzt habe ich diese Kontrollzone verpennt. Your orders. So. Einmal auf ihn schießen, bitte. Na bitte. Einmal auf ihn. Obwohl, er ist eigentlich zu schade. Wie viel hat er denn noch? 9? Ne, das machen wir mit ihm hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir aus der Ferne mit der Pistole darauf schießen. Echt jetzt? Nochmal? Na, Gott sei Dank, ey. Leute, Leute. So. 50% Standard-Distanzschaden erlitten. Okay, wir müssen hier aus dieser Giftzone raus. Das ist natürlich, jetzt steht er da auch noch drauf. Mist, Mist, Mist. Battleline Squad ready. Okay, er geht bitte dahin. Go where I am needed. Du gehst ein zurück. Forward. Du ein nach da. Und du bitte, da ist auch Gift, ne? Dann ein nach dort. Du gehst ein nach da. So. Jetzt die Frage, greifen wir an? 1, 2, 3. Death to the Xenoswarm. Jawohl. So. Und er bekommt einmal 1, 2, 3. Wir machen hier mal Präzisionsangriff auf ihn. Sehr schön. Ein Präzisionsangriff auf ihn, bitte. Na, sehr gut. Haben wir noch irgendeinen mit Action Points? Ihn hier. Einmal Overwatch nach da bitte, falls uns hier irgendjemand zu nahe kommt. Das war's. Nächste Runde. Ja, es gibt alles ein paar Vergiftungserscheinungen, aber da gehen wir mit dem nächsten. Da gucken wir uns gleich mal an. Ah. Wir müssen hier gleich ein bisschen heilen. So viel steht fest. Ja, ich weiß, wir haben noch 8 Leute, die noch da kommen. Oh, die gehen alle in Overwatch. Na bitte. Yes. Es ist die Frage, wer hat es am nötigsten von, oder mit, von der Vergiftung her gesehen? Okay, eindeutig die beiden da unten. Genau, da geht er jetzt hoch. Sollte aber hoffentlich kein Problem sein. Feuer. Na toll. Okay. Schritt Nummer 1. Dahin. Die beiden werden wir mal heilen. Ich denke, das ist nicht so wichtig. Einmal ihn bitte. Sehr schön. In der nächsten Runde kümmern wir uns um ihn. Einmal dahin bitte. So. Jetzt ist die Frage, wir müssten mit ihm jetzt auf den da feuern. Schauen wir das? Na bitte. Wir können mit den beiden hier nicht drauf feuern, weil es, also, wir können schon, aber dieses Gewehr hat halt 1 bis 6, optimale Reichweite ist 3. Und ich habe schon festgestellt, wenn ihr direkt davor steht, das könnt ihr euch wirklich ersparen. Das macht keinen Sinn. So, hier auch nochmal einen Angriff. Dann sollte das Thema hier unten noch nicht durch sein. So, wir lassen euch hier unten stehen. Und mit denen hier versuchen wir da hinten zur Verstärkung zu kommen. Gucken, ob wir da noch was erreichen können. Unsere Freunde hier hinten Verstärkung brauchen. So. Und wie es weitergeht und ob wir es schaffen oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.